weiterer Tag geht zu Ende. Ich habe heute einiges gearbeitet, aber die Kamera definitiv nicht in der Hand gehabt. Es war nämlich eigentlich heute kamerafreier Tag. Trotzdem nehme ich es heute mal zur Hand, weil ich zeige euch jetzt mal ganz schnell warum. Ganz schönes Chaos hier auf dem Stellplatz, ne? Wenn wir uns mal ins Auto reingucken, hat es genauso ein Chaos. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Ich habe mir jetzt endlich mal mein Hintern in die Hand genommen und endlich mal eine Verbindung zwischen meiner Batterie und der Anhängerkupplung gemacht. Das Problem ist jetzt, dass diese normale 13-poliger Stecker, also das da hier, dass der eigentlich nicht wirklich dran zu kommen ist. Und ich die Pins dafür hier auch nirgendwo finde, in keinem Shop irgendwo. Ich habe heute nämlich den ganzen Tag rumgesucht. Und deswegen habe ich jetzt hier daneben so eine kleine Außensteckdose angebracht. Müsste eigentlich funktionieren. So, und die ist jetzt mit meiner Batterie verbunden. Also noch nicht. Das sollte ja nicht arbeiten, wenn Strom drauf ist. Das Kabel liegt jetzt einfach gerade noch rum. Und das kommt nachher einfach hier in diese Klemme mit rein. Das läuft dann hier einmal entlang. Hier drin. Leute, ich kann euch sagen, das ist ein ganz schönes Gefummel, bis man da irgendwie mal dieses scheiß Dreckskabel, Entschuldigung die Ausdrucksweise, hier mal durch diesen Innenraum durchgewurschtelt hat, bis es dann durch den Innenraum durch ist und bis man dann das Ganze hinten verlegt hat. Das Coole ist, im Heck gibt es zwei so kleine Schlitze, zwei Lüftungsklappen und dadurch habe ich das jetzt einfach durchgelegt. Hat eigentlich hinten besser geklappt wie vorne. Jetzt hoffe ich nur, dass das Ganze auch über den Anhänger funktioniert, aber das mache ich dann jetzt wirklich morgen. Also ich zeige es euch dann gleich. Jetzt wird erstmal dieser ganze Krust wieder ins Auto eingeladen. Also alles, was ich heute wieder einlade, muss ich morgen wieder ausladen, weil ich eh wieder ran muss. Naja, wird schon werden. Und jetzt ist morgen der ganze Krust. Tja. Ich liege immer noch im Auto. Egal, ich mache das nämlich erst später. Als allererstes habe ich jetzt mal ein bisschen gefrühstückt, gab 2 Liter Eier. Und jetzt werden mal die Wasservorräte ein bisschen aufgefüllt. Und dafür habe ich so einen Wasserfilter und habe mir hier so eine Konstruktion gebastelt dafür. Das hier unten ist der Wasserfilter. Und hier oben drauf habe ich einfach eine Colaflasche genommen, habe die oben abgesäbelt, einfach mit einem Taschenmesser weggemacht. Dann eine Leine, so ein Bändel dran. Und mit dem hält sich das Ganze. Da fülle ich jetzt oben einfach nur Wasser rein. Und dann läuft es schön gemütlich nach unten durch. In meine Trinkwasserflasche. Das Problem mit dem Trinkwasser in Spanien ist nicht, dass das Trinkwasser jetzt irgendwie ungenießbar ist oder so. Das Problem ist eher, dass es meistens ein bisschen nach Chlor schmeckt und die Jackie das nicht mehr trinkt. Das heißt, ich mache jetzt eigentlich nur Trinkwasser für den Hund. Wobei ich mir eigentlich gedacht habe, warum nur für sie was zu machen, wenn ich das auch für uns beide nutzen kann. Und deswegen mache ich jetzt immer so knappe 10 Liter Trinkwasser für uns beide, fülle das wieder auf, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Nachdem ich jetzt heute eigentlich den ganzen Tag wieder damit verbracht habe, irgendwie was zu putzen oder aufzuräumen oder wieder mein Wasser aufzufüllen oder sonst irgendwie und auch ganz viel wieder mit Nachbarn geredet habe, gehe ich jetzt endlich mal ran und arbeite mal was. Ich habe jetzt hier in meine Kiste schon mal 2 Löcher von unten reingebohrt und da kommt jetzt gleich die Kabel durch. Und die werde ich an die Batterie anschließen und dann exakt genau da, wo auch die Stromversorgung von Anhänger entlang läuft, mein zweites Kabel anschließen, damit ich das irgendwie mit dem Auto verbinden kann. Und das Auto dann endlich mal meine Batterien im Fahren lädt und ich dann hoffentlich mal keine Energieprobleme mehr habe. Auto läuft. Ich habe euch jetzt mal nicht mitgenommen. Ich muss das erst mal testen. Nicht, dass mir jetzt irgendwas in die Luft fällt. Nee, aber das Auto läuft. Es lädt auch die Batterie. Die Spannung ging gleich mal von 12 auf 13 Volt hoch. Und die Kabel werden nicht mehr heiß oder sonst irgendwas. Also ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Auch wenn es vielleicht nicht ganz TÜV-konform ist. Aber pst, nicht weiter erzählen. Nachdem ich jetzt alles eingebaut habe, bin ich mal vor zur Rezeption gegangen, weil der eigentliche Grund für meinen längeren Aufenthalt hier ist, weil ich ein Päckchen bekommen habe. Beziehungsweise mein Mitbewohner, mein ehemaliger, mir ein Päckchen
Menschen zugesandt hat und es einfach ewig lang gedauert hat, fast eine Woche von Deutschland nach Spanien. Und das mache ich jetzt erstmal mit euch zusammen auf. Und dass ihr auch sehen könnt, was ich sehe, habe ich mir jetzt einfach mal hier oben die Kamera drauf gemacht. Die läuft schon. Und dann könnt ihr es genau zugucken, was ich dann jetzt da bekomme. Lieber Lukas, ich hoffe, es ist alles jugendfrei, was da drin ist. Ich weiß, mit vollem Mund sollte man nicht reden, aber oh, lecker. Gleich nochmal. Damit kommt doch Weihnachtsstimmung auf. Und ein paar Spätzle, damit ich nicht an Unterspätzung sterbe. Damit ich Schwaben im Ausland. Tja, Jackie, guck mal, für dich ist da leider nichts drin. Nur für mich ein bisschen Härchenfutter. Und was auch noch drin ist, ist ein kleiner Brief. Und den lese ich mir jetzt mal durch. Oh, das ist so süß von denen. Ja, das sind so zwei gute Freunde. Und auch wenn man über 3000 Kilometer Distanz hat zwischen einem, sie denken trotzdem an einen. Ich denke auch an euch. Seid euch da gewiss. Es gibt ganz viele Situationen, wo ich immer wieder denke, ach, das könnte dem Lukas auch gefallen. Oder dem Schredder, also der Sarah, beziehungsweise der Johanna, was einem dieselbe Person ist. Danke vielmals an euch beide. Ich hoffe, der Glühwein hat euch gut geschmeckt. Ihr habt nicht ganz so viel davon getrunken. Und die Jackie und ich, wir gehen jetzt mal demnächst Gassi. Naja, bis demnächst. Tüdelü.